Hallo, mein Name ist Melody. Ich bin Chill. Und heute machen wir mit euch unseren September-Wrap-Up. Das ist der Peil. Buch Nummer 1, September. The Film Boyfriend, Casey West. So ein typisches Young Adult Book. Sie wird an ihrem Abschlussball von ihrem Freund verlassen. Und sie kommt auf die grandiose Idee, einfach den Typen, der in dem Auto auf seine Schwester wartet, anzufragen, ob er mit ihr reingeht. Weil sie so eine Freundin hat, die die anderen glauben lässt, dass sie eigentlich gar keinen Freund hat. Weil ihn noch nie jemand getroffen hat. Ja, sie ist ein bisschen oberflächlich, aber ist aber eigentlich gut zu lesen. Und man hatte auch ein paar lustige Momente. Also es war jetzt nicht der Oberdesaster aller Young Adult Bücher. War eigentlich ganz lustig. The Raven Boys, Maggie Stiefvater. Lieblingsbuch-Dings vom Monat ist die Geschichte von Blue, Gansey, Noah, Ronan und Adam. Blue ist die Tochter einer Psychic. Ja, und sie kriegt halt ihr Leben lang erzählt, dass wenn sie ihre wahre Liebe küsst, wird derjenige sterben. Und sie ist am Anfang des Buches mit ihrer Tante, Stieftante, Halbtante unterwegs, um die Geister der Toten, die dieses Jahr sterben werden, zu sehen. Und sieht das erste Mal einen Geist, weil eigentlich hat sie ja überhaupt keine Kräfte dementsprechend. Und das ist wahrscheinlich der Typ, der sterben wird. Ja. Es ist auf jeden Fall wundervoll. Miss Peregrine's Home for Peculiar Children by Ransom Riggs. Beste Namen ever! Es sieht nicht so dick aus und es ist auch gar nicht so dick, weil ganz viele Bilder drin sind. Genau, da sind Bücher drin. Da sind Bilder drin. Es hat mich unglaublich lange gebraucht, das zu lesen. Und wir folgen, ich habe seinen Namen vergessen, es ist Jacob. Jacob kriegt von seinem Großvater ganz viele Geschichten erzählt. Und als dieser stirbt, versucht er sich auf die Suche zu machen nach einer bestimmten Person aus der Geschichten seines Großvaters. Und er trifft und findet etwas anderes, als er erwartet hat, in einer kleinen englischen, britischen Insel. Sehr mysteriös am Anfang, baut die Story langsam auf, aber zum Schluss hin wird es halt richtig spannend. Ist ein gutes Buch und sehr empfehlenswert. Der Wahnsinn geht weiter mit Maggie Stiefvater und The Dream Thieves. Dockt an The Raven Boys direkt an und hat diesmal einen größeren Fokus auf Ronan. Ich kann aber nicht so viel über dieses Buch sagen, weil es ja im Endeffekt ein bisschen den Plot von The Raven Boys spoilert. Sagen wir einfach so, den letzten Satz des anderen Buches habe ich nicht verstanden. Deswegen hat mich das, was hier passiert, im Anfang ein bisschen geschockt. Ich finde es sogar noch besser als The Raven Boys und auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man The Raven Boys gelesen hat. Ach. Most beautiful book ever. 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 Blue, Lily, Lily, Blue. Nächstes Maggie Stiefvaterbuch. Ja, die Serie hat es mir sehr angetan. Ich hype sie auch auf Tumblr gerade sehr. Schon wieder wenig zu sagen, weil Teil einer Serie. Passiert ganz schön viel und während ich bei dem Dream Thieves die ganze Zeit geschrieben habe, no Ronan, no, es ist hier, no Mora, no. Und what the fuck, Adam. Es ist grandios und ich freue mich auf The Raven King. Und es ist auf jeden Fall ein Must-Read. Es ist so super. So, so super. Crown of Midnight, Sarah J. Maas. Throne of Glass Series. Das letzte Mal, beim ersten Buch, war ich noch nicht so ein Fan von Selina. Es wird besser. Ich mag sie mehr. Sie wird ein interessanterer Charakter. Es passieren auch ein paar Mindfuck-Momente. Und Kale. Kale ist so super. Ich glaube, Mello wird Dorian mehr mögen, wenn sie es anfängt. Ich kann zum Plot auch nicht viel sagen. Es ist ein bisschen Zeit vergangen seit Throne of Glass. Genauso spannend. Auf jeden Fall notwendig zu lesen, weil meine Selinas Geschichte weiter. Und am Ende, dieses Buch endet und du willst einfach, dass es weitergeht. Und ich habe das nächste Buch nicht und es macht mich fertig. So. How My Summer Went Up in Flames, Jennifer Salvato Doktorski. Bestimmt falsch ausgesprochen. Das ist eins dieser Bücher, die ich in meinen nächtlichen was kann ich als nächstes lesen, Aktionen gefunden habe. So um 2 Uhr morgens. Wieder, ich bin irgendwie, manchmal brauche ich diese ganzen Young Adult Bücher einfach,
weil ich irgendwas gelesen habe, wo ich da viel drüber nachdenke. Das ist so ein Buch, das liest du durch. Am Anfang ist es schwer reinzukommen, weil sie so ein, diese, ich weiß nicht, ob das für eine Jersey typisch ist, aber sie hatte so eine bestimmte Art zu sprechen und das war auch dann in dem Schreibstil drin, was irgendwie mich sehr verwirrt hat. Auf jeden Fall fährt sie mit ihrem besten Nachbarsfreund durch die USA, weil USA-Trips sind super, ich liebe die zu lesen, weil sie das Auto ihres Ex-Freunds in Flammen hat aufgehen lassen. Oder vielleicht auch doch nicht. Auf jeden Fall ist es süß zu sehen, wie sie mit den ganzen Jungs in dem Auto zusammen wächst und sich nicht mehr so distanziert und auch wieder total viele geile Gegenden in den USA kennenlernen. Ja, typisch Young Adult ist jetzt nicht so das Gehypteste, muss man nicht lesen, aber schön zu lesen. Der Monat der hübschen Bücher. Love Letters to the Dead von Eva Delera. Wunderschöner Bookcover. Und sehr interessantes Buch. War am Anfang ein bisschen schwer reinzukommen, weil es wirklich ja komplett in Briefen geschrieben ist. Und Briefe, wie sie sie schreibt, sind halt sehr viel, wie denke ich. Ich schreibe, wie ich denke. Wird langsam warm mit der Geschichte. Und sie schreibt halt an tote Personen, weil das war ein Schulassignment-Aufgabe, eine Schulaufgabe. Und sie erzählt halt so ein bisschen über das Jahr, nachdem ihre Schwester gestorben ist und wie sie damit umgeht und wie sie versucht, mit ihrem Leben klarzukommen. Und es ist so ein bisschen Coming of Age. In der Hälfte des Buches möchte man auch unbedingt wissen, was mit ihr passiert ist und wie all das zueinander gekommen ist. Und ich habe fast geweint am Ende. Es catcht dich nicht vom ersten Moment, aber am Ende ist es sehr emotional. Definitiv Empfehlung. Boyfriend List. E. Lockhart. Ich hatte so am Ende des Monats so ein bisschen Lust auf Young Adult, man merkt es. Es geht um Ruby Oliver und sie ist 15 und sie musste für ihre Therapeutin eine Boyfriend-Liste zusammenstellen mit den Typen, mit denen sie zusammen war. Aber irgendwie war sie mit der Hälfte nicht wirklich zusammen und irgendwie hatte sie auch nur einen festen Freund und ja, keine Ahnung. Sie schreibt es ein bisschen als eine Art Tagebuch, aber dann auch wieder ein bisschen wie eine Doktorarbeit mit Annotations unten, also es ist auch schwer, in diesen Schreibstil reinzukommen, aber im Endeffekt war es eigentlich total lustig mit unten den Annotations und wie sie geschrieben hat und wie einfach furchtbar naiv so eine 15-Jährige ist. Und einfach das Sass-Level ihrer Psychiaterin war der Wahnsinn. Dieser Charakter ist einfach total verpeilt, hat keine Ahnung vom Leben. Also so fast gar nicht. Und es ist wundervoll und es soll nicht anstrengend sein. Letztes Buch! Yay! 20 Boys Summer. Anna ist mit ihrer besten Freundin Frankie auf dem Weg nach Kalifornien in den Urlaub, ein Jahr nachdem Frankies Bruder gestorben ist, dem Anna eine heimliche Beziehung hatte und dass sie, was er seiner Schwester auch erzählen wollte, aber dann ist er gestorben. Frankie hat Anna halt davon erzählt, dass sie 20 Jungs in dem Sommer kennenlernen müssen und das ist die Geschichte der beiden, die am Ende noch ein ganz schönes Drama erlebt, was ein wenig vorhersehbar ist, aber eigentlich ganz, es ist nicht so schlimm. Vorhersehbar, wie man denken könnte. Und es ist eigentlich, ja, es ist so typisch Young Adult. Ich kann Young Adult nicht erklären. Du liest es einfach. Punkt. Du musst nicht drüber nachdenken. Manchmal schüttelst du auch über den Kopf, über die Charaktere, aber ja. So, jetzt bin ich an der Reihe und ich habe wesentlich weniger als Jill zu präsentieren. Fangen wir mit Buch Nummer 1 an. Die letzten Tage von Rabbit Hayes von Anna McPartlin. Also es geht um Rabbit, die an Krebs erkrankt ist. Ich denke, das ist kein Spoiler, wenn ich das jetzt hier so erzähle, weil man das eigentlich von Anfang an weiß. Und es geht eben darum, was während diesen Tagen, in denen sie im Krankenhaus ist, passiert, was mit ihr passiert, was mit ihrer Umgebung passiert, mit ihrer Familie. Sie hat eine Tochter. Wie reagieren die einzelnen Personen darauf, dass Rabbit am Sterben ist? Und man sieht aber auch öfter Flashbacks aus Rabbits Leben, wie sie noch jung war, wie sie noch ein Kind war, wie sie dann aufgewachsen ist, was sie gemacht hat und was für Personen sie früher kennengelernt hat. Und ich muss sagen, ich habe das Buch von einer Freundin empfohlen bekommen. Selber hätte ich wahrscheinlich eher nicht dazu gegriffen. Mir wurde aber gesagt, es sei wirklich gut. Ich muss jetzt aber sagen, dass ich es teilweise nicht so emotional fand, wie ich es erwartet habe. Also ich habe erwartet, dass man wirklich weinen muss, wenn man dieses Buch liest. Weil ich meine, so Krebsgeschichten sind schon immer ziemlich traurig, ne? Das war jetzt bei mir nicht so. Ich fand die Geschichte schön. Ich mochte vor allem die Flashbacks, wenn aus ihrem Leben früher berichtet wurde,
wie sie Johnny gekannt hat. Werdet ihr noch alles kennenlernen, solltet ihr das Buch mal lesen. Das waren wirklich schöne Momente, aber ich fand es ein bisschen verwirrend. Man hat immer aus verschiedenen Perspektiven gelesen, mal aus der Sicht ihrer Mutter, mal aus der Sicht ihrer Tochter, mal aus ihrer eigenen Sicht. Außerdem fand ich, waren viel zu viele Schimpfwörter drin enthalten. Also es war wirklich sehr voll mit vulgärer Sprache. Ansonsten fand ich es sehr süß. Es war immer noch eine schöne Geschichte und auch das Ende war berührend. Wie gesagt, ich fand es aber nicht so gut, wie ich erwartet habe. Deswegen hat das von mir auch nicht ganz so viele Sterne bekommen. Ich glaube, es waren 3 auf Goodreads. Da könnt ihr uns übrigens folgen, nur mal so nebenbei. Schön, wir haben Sterne. Nächstes Buch, Silber von Kerstin Gier. Auch ein deutsches Buch, das ich gelesen habe. Diesen Monat habe ich auf einmal so viel Deutsch auch gelesen. Das passiert eigentlich nicht so oft in letzter Zeit bei mir. Ich habe das Buch genommen bzw. mir schenken lassen, weil ich Kerstin Gier sowieso toll fand. Ihre Edelstein-Trilogie ist super. Hier geht es um ein Mädchen namens Liv Silber, die nach Großbritannien umzieht und dort erkennt, dass sie doch relativ lebhafte Träume hat. Sie lernt dann auch ihren Stiefbruder kennen. Den lernt sie aber tatsächlich in ihrem Traum kennen. Sie erfährt in ihren Träumen Dinge, die dann auch wirklich irgendjemand so wie ein Geheimnis hütet. Und sie hört Dinge, die eigentlich nicht für ihre Ohren bestimmt sind. Sie träumt von Gegenden, wo sie nie gewesen ist. Und das alles kommt ihr ein bisschen suspekt vor. Eine Gruppe von Jungs beschließt schließlich, Liv einzuweihen in eine Reihe von Geheimnissen, was diese Traumwelt betrifft. Mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn sonst wäre es gespoilert. Und ich finde das Buch unheimlich gut. Ich werde mir das zweite definitiv wieder schenken lassen. Allein das Cover ist wunderschön, ne? Guckt es euch an, wie schön ist das denn? Oh, es ist wirklich toll, das Buch, ne? Also ich habe dem 5 Sterne gegeben, weil ich es so gut fand. Es ist leicht geschrieben, schnell durchzulesen. Das nächste, das ich euch zeige, ist diese Box. Also ich habe endlich mal zu der Divergent-Reihe gegriffen und habe diese 3 Bücher gelesen. Weil bis jetzt hatte ich nur den ersten Film geguckt und ich dachte mir, bevor du jetzt Film 2 guckst und dann Film 3 und irgendwie sind alle eher nicht so begeistert von den Filmen, dann liest du erstmal die Bücher, damit du genau die gleichen Erwartungen hast und dann genauso enttäuscht werden kannst. Diese Box habe ich geschenkt bekommen und ich finde das ziemlich cool, weil hier stehen dann auch so diese Sprüche, die immer hinten auf den Büchern draufstehen. One choice can transform you, one choice can destroy you and one choice will define you. Ich finde das super und jetzt gehe ich nochmal ganz kurz auf die Bücher einzeln ein. Das erste Buch, Divergent, aus der Divergent-Reihe. Also es geht um Triss, die in einer Welt lebt. Na, es ist noch nicht mal eine Welt, es ist vielmehr eine Stadt, umringt von einem Zaun. Und in dieser Stadt gibt es Fraktionen. Und dann kann man sich aussuchen, möchte man zu den Schlauen gehören, zu den Mutigen, zu den Gütigen. So sucht man sich seine Fraktion aus. Was ist meine Charaktereigenschaft? Was passt zu mir? Man muss vorher so einen Test machen, um das herauszufinden. Und in diesem Test erfährt Triss, dass sie Divergent ist. Also, dass sie nicht auf eine spezielle Fraktion festgelegt werden kann, sondern für mehrere qualifiziert ist. Und das kann ihr zum Verhängnis werden. Sie entschließt sich dann schließlich für eine Fraktion. Ich sag jetzt nicht welche. Ja, dann passieren ein paar Dinge. Ich sag nur korrupte Regierung, Initiationsprozesse, Freundschaften, Liebesgeschichten. Alles ist vertreten. Glaubt mir, sogar Familiendrama. Aber es ist so gut. Also ich sag nur 10.000 Mal besser noch als der Film. Und ich fand den Film schon wirklich gut. Der erste Film, muss ich wirklich sagen, den fand ich gut. Den zweiten habe ich jetzt noch nicht gesehen. Mal sehen, wann ich den gucke. Vielleicht ja heute noch. Mal sehen. Was habe ich zum ersten Buch speziell gedacht? Ich fand das so neu, dass es im Präsenz geschrieben wurde. So hatte ich das nicht oft bis jetzt. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also am Anfang war das wirklich gewöhnungsbedürftig. Das war so für mich irgendwie anders zu lesen. Gut, gehen wir es mal ein. Und das hat mir sehr gefallen. Vor allem haben mir die Charaktere gefallen. Triss und Four sind einfach super. Ich mag, wie die konzipiert sind, dass man wirklich den inneren Innenleben verstehen kann. Hat mir wirklich sehr gut gefallen, wie das aufgebaut war. Und das von einer Autorin. Ich glaube, die ist erst 20. Und ich war einfach begeistert, dass jemand so ein Buch schreiben kann. Und was ich auch sehr cool fand,
waren die Fraktionen. So, so gute Beschreibung und dann mit den verschiedenen Farben von den Klamotten. Man kann sich das so gut vorstellen. Also das hat mir super, super gut gefallen. Buch Nummer 2 aus der Divergent-Reihe. Insurgent heißt es diesmal. Und ich finde das Cover noch viel, viel schöner. Das mit dem Baum hier gefällt mir einfach wirklich gut und die Farbe ist schön. Das ist schon mal ein Pluspunkt an sich. Zum Inhalt kann ich jetzt nicht wirklich was sagen, denn es ist eine Reihe und das würde sich gegenseitig spoilern. Deswegen werde ich dazu jetzt erstmal nichts sagen. Sagen wir es so, sehr viele Divergent Angelegenheiten sind zu klären und wieder korrupte Regierung. Geht weiter, ne? Es geht weiter. Wo ich glaube, einen Stern weniger gegeben. Ich glaube, es waren 4 Sterne, weil ich es zwischendurch ein bisschen langatmig fand. Und das letzte Buch in der Reihe, Allegiant. Auch das letzte Buch, das ich euch insgesamt vorstelle, weil mehr habe ich noch nicht gelesen. Das habe ich auch noch nicht ganz fertig. Ich brauche jetzt dafür wahrscheinlich noch einen Tag. Wie ihr sehen könnt, ich habe wesentlich weniger als Jill. Also das hier ist ein Book-Wrap-Up für Jill plus ein bisschen Melody. Yay! Ich kann hierzu wieder auch nicht so viel sagen zum Inhalt. Sie lernen etwas ganz anderes kennen und sie sind alle wirklich sehr, sehr schockiert. Und mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, weil sonst wäre das wirklich gespoilert. Aber es gibt für uns vielleicht nicht ganz so viel Neues, wie wir es bei uns im Alltag kennen. Aber diese Personen im Buch erleben den Schock ihres Lebens. So, mehr sage ich dazu nicht. Ihr müsst diese Reihe fertig lesen. Lest sie fertig! Das andere Cover fand ich immer noch das schönste, das grüne. Das hier finde ich nicht ganz so schön. Hier gibt es auch was Neues. Hier lesen wir nämlich auch mal aus der Perspektive von Four. Das heißt, es wechselt sich ab, Triss und Four. Das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig zu Anfang, weil auf einmal, man ist es nicht gewöhnt von den anderen zwei Büchern, auf einmal hat man noch eine Erzählerperson. War ein bisschen komisch, aber hey, ich habe mich dran gewöhnt und ich mag Fours Perspektive. Die gefällt mir gut, um ehrlich zu sein. Lest die Bücher, kommt wieder her. Ich denke, ich werde dem letzten Buch wieder 5 Sterne geben, weil das ist überhaupt nicht langatmig. Hat mich gefreut, diese Reihe kennenlernen zu dürfen. Die Bücher. Das war unser September-Wrap-Up. Yay! Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr hattet einen kleinen Eindruck. Und ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Nacht, Morgen, was auch immer gerade bei euch ist. Vielleicht auch 2 Uhr nachts Pizzazeit. Yay! Man weiß es nie. Und wir hoffen, wir sehen euch im nächsten Video. Bis dann! Tschüss! Oh mein Gott! Oh!